saving it? Feds, I think. They always drive past it this time. Does that worry you? When you marry a dragon, you gotta expect a few knights are gonna turn up to try to slay him. Jackasses. All of them. All of you. Nice talking with Whatever. You. You have fun. Pick a swell guy to kill. Hopefully someone with a young family who really miss him. Hey! Jersey? Hey! Is Mr. Pegorino around? Sure. I'll get him. Boss! Anthony, will you shut up? In fact, will you fuck off? Go on, get out of here. Don't come back till you get a brain implant or something. I'm sorry. I'm nice to see you, Nico. You too. I got a couple of things I want to talk to you about. First up, can you kill this shithead? Sure. Second, come in here. Oh, man, that's it. So, listen, we got a bit of a problem with the Pavanos. Yes, I noticed that at your meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them, just a bunch of Guernsey Goombas. Guernsey Goombas. Things are cool, we're getting fucked. I'm sorry to hear that. Sure. Listen, some of their boys are in town today. Gonna collect their piece of an Alderney bookie ring. Where it is, they're at the diner, an actor. Find them, and follow them to the meet. You disrupt it, and I'll let you keep the money. But make sure you hit the Pavanos real hard! Gabiche? Yeah, Gabiche. Thank you. Ja, wie gesagt, also ich kann dem guten Christoph da schon zustimmen, dass die ganze Mafia-Italiano-Storyline definitiv bis jetzt wirklich vom Unterhaltungswert am höchsten ist. Sie sind nicht am dramatischsten und so, auch nicht für uns und Nico am signifikantesten, aber sicherlich am unterhaltsamsten, weil Leute wie Ray Buccino, Leute wie hier Jimmy Pegorino, diese haben alle auch diesen I'm walking here, diesen Italo. Okay. Die haben alle diesen italo-amerikanischen Akzent und die haben diese Art, die schon sehr unterhaltsam ist. Aber ja, warum ist die Aufnahme mitten in der Zwischensequenz gestartet? Weil ich wie ein Idiot zu spät gebremst habe und mitten reingefahren bin mit meinem Wagen. Von daher jetzt kann ich es sagen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von GTA 4. Mein Name ist Copa Quarius. Wir haben es eine Ehre, für Sie diesen Part aufnehmen zu dürfen. Wie immer, es ist eine Ehre, für Sie diesen Part aufnehmen zu dürfen. Ne, für dich, Christoph. Und im letzten Part haben wir ein paar Erpresser von Dimitri Raskalov erledigt, dem dreckigen Bastard, der versucht hatte, Bernie Cranes Lover, den Bürgermeister sogar, oder irgendein hohes politisches Tier zu erpressen mit seiner homoerotischen Affäre. Von daher, mal schauen, in was für eine Richtung das noch gehen wird, die Affäre mit den beiden da. Aber jetzt erstmal helfen wir den Pegorinos aus. Dude, Digga. Helfen den Pegorinos aus, sich an den Pavanos zu rächen. Wenn er letztes Mal oder vorletztes Mal die erste Mission mit Jimmy Pegorino. Da haben die Pavanos einen harten Betray gemacht, fast sogar ihn umgelegt. Wären wir nicht da gewesen. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall Rache ausüben und dafür hoffentlich gut bezahlt werden. Von daher legen wir da einfach mal direkt los. Hoffentlich dauert das jetzt auch nicht zu lange, denn zu fahren. Ich hab mal. Okay, wunderbar. So gesehen, wie gesagt, ich schaue jetzt auch wieder wie damals regelmäßig mal in die News, um zu schauen, ob es da irgendein relevantes Thema gibt, wo man reden könnte. In meinem Leben ist halt nur höchstens halt relevant, dass ich bald theoretisch in die Innenstadt ziehen könnte, in eine WG, um ein bisschen Zeit zu sparen vom Weg her, aber das ist. Jetzt auch nicht so signifikant. Schauen wir mal. Ach stimmt, wir müssen sie auch wieder verfolgen. Oh. Verfolgungsmissionen sind definitiv nervig. Ey, Jesus, und die haben sich definitiv einen geilen Wagen gegönnt. Eine Corvette. God, they must be desperate. Let's lose them on the way to the meet. Ach du Scheiße. Ja, der verfolge die Pavanos. Ja, ich bin auch noch falsch herum, weißt du? Danke dafür, Nico, dass du so schlau gehalten hast. Aber Nico scheint wohl so intelligent zu sein, dass er quasi dadurch, dass sie schnell losfahren sollte, gemerkt, dass er eh schon entdeckt ist. Weil wir wissen ja jetzt, dass sie wissen, dass er sie verfolgt. Und, ne, ihr wisst, Jesus Christ.
Aber Nico hat diese Konversation ja nicht gehört. Von da... Oh, ach du Scheiße. Alter, wie viele Menschen werden gerade getötet, nur weil die schnell unterwegs sind? Und wir auch. Ah, bitte aber nicht zu nah ranfahren. Da bringen die Kugeln auch nichts. Alter, Jesus Christ. Almighty, ey. Was ist das für ein fucking Amoklauf hier, den die machen? Während ich dann mit dieser chilligen Fahrschulmusik einfach und halber Geschwindigkeit herfahren kann. So, schalte sie alle aus. Dann wird gemacht. Weißt du, ich finde es sehr schön, wie... Jetzt einfach nur... Da. Oh, die Deagle ist fucking nice. Oh, die Deagle ist nice. Nicht viele Schüsse, aber die Schüsse, die gemacht werden, die hauen rein. Ja, jetzt sind die Cops involviert worden in den Scheiß. Weißt du, nur weil ein Zivilist in meinen Schuss reinläuft. Wie mir ziemlich sicher dann in den USA bist du dafür freigesprochen, wenn du sowas machst. Digga, ich kann einfach eine Granate reinschmeißen, dann sind die so hart gebumst. Ja, da fliegen nämlich alle Autos in die Luft. So, werde dann fahndungslos. Nein, mein Auto! Ja, dann nehmen wir das Auto hier. Jesus Christ. Lass mich verarschen, ey. Oh Mann, werde ich jetzt erstmal offiziell sterben? Wahrscheinlich. Oh, zum Glück hat er nicht uns zweites Mal rausgezogen, sonst wären wir definitiv verreckt. Geh was? Nein, bitte, immer diese intelligenten Leute. Es soll, als würden sie freiwillig sterben wollen, also. Nicht, dass ich es nicht verstehen könnte, dieser Welt und besonders in diesem Land, aber. Kannst du auch ein bisschen schlau machen, nur so als Tipp. Wir fahren hier neben Straße an Sicily. Ja, dann ist das Haube. So. Ja, bitte speichern. Bam, 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 bam. So, wir rufen wahrscheinlich auch direkt an. Yep. I got that stuff, Jimmy. Well done, my boy. I hope you made him suffer. Teach him that falls on a pecorino turf. Is there a nice little haul in it for you? All right. Maybe you'll give me a little patience. Hand something up the left. Pass how us Italians been doing things for centuries. Good thing I'm not Italian. Richtig. Here comes Michael Graves with more of his negative attack ads. Let's stick to the facts and move. So. Wechseln wir mal die Waffe. Hier wieder auf die Diegel. Die hat mich auf jeden Fall überzeugt. Nein, wir wollen keinen Zivilisten töten, wir wollen die fliegende Ratte. Ich sagte, wir wollen die fliegende Ratte töten. So. Der Wagen ist zwar ein bisschen demoliert, aber ja, kann man auch nutzen. Wir haben es selber. Ah, diesmal ist Pecorino hier unten. Ne, Phil Bell haben wir jetzt wieder, stimmt. Aber machen wir erstmal einen Kill für unseren Auftraggeber. Dann können wir Phil Bell machen, dann wieder Jerry oder Bernie. Ja, wie gesagt, ein bisschen immer Abwechslung drin haben. Ne, ist ja bescheiden, ist bescheiden. Also, wie gesagt, wie ich ja meinte, ich hab... Ja, okay. Nico, I've been invited to your cousin's wedding. I didn't think you guys knew each other. Nor did I. He called me up and said that you really liked me and wanted me to be there. Is that true, Nico? I guess it is. I'll see you at the wedding then. Just... So. Dann. Stimmt, wir könnten auch irgendwann mal Kate...
Kate wieder daten oder so. Wenn ich nochmal schaue, ich glaube, mit ihr haben wir nicht wirklich viel Fortschritt. Schauen wir mal kurz, steht da irgendwo Kate oder ist das glaube ich, für allgemein sonstiges? Irgendwo war das. Spieler, da, Kate Zuneigung, 74%, Alex Chilton Zuneigung, 24%. Ah, ich glaube, das war die eine, die ich abgelehnt hatte, aus Versehen. Ja, wir können auf jeden Fall auch mal Kate wieder mal daten. Aber ich würde es erst nach der nächsten Mission machen, aber dann habe ich es schon wieder vergessen, oder? Ja, komm, wir daten mal wieder Kate. Telefonbuch. Kate. Hi there, Kate. It's me, Nico. I was asleep. I'll be up around 8. Sorry, I didn't realize what time it was. Go back to sleep. My family is perfect, just like in the movies. Oh. So, ach schon, beim Auftrag kriegen wir wieder eine neue Rüstung. Wir kriegen eine Rüstung. Auf nach Jerusalem. Nein. Jetzt müssen wir auch schauen, ob wir hier nochmal einen Hotdog. War nicht hier irgendwo ein Hotdog-Händler? Oder können wir in diesen Klackenbär rein? Nö. Scheint eine geschlossene Filiale zu sein. Gut zu wissen. Dafür haben wir erstmal den ganzen Verkehr aufgehalten. Perfekt. So lebt sich. You probably never paid for. Was? Da sind überall Songs auf, für die ich nicht bezahlt habe? Wie kommst du denn auf so einen Schwachsinn? Wie hier diese chinesische Hillybilly-Musik. So, machen wir hier die nächste Mission. Water Hazard. Blablabla. All right, brother, I'm in need of a job. There's a file for you, brother. A quick, smooth job like the last one is what we need. The target's on a boat trip in the canal between Tudor and Actor. Ja, schon wieder eine Person, die auf dem Wasser erledigt werden soll. Verstehe. So, wir haben hier eine Sniper. Ah, diesmal also nicht mit Boot, sondern mit der Sniper erwischen. Okidoki. Der Wagen sieht gut aus. Schnell, bisschen getürmt, wie so BMW hier. Den nehmen wir. Oh, fette Musik, aber das können wir uns leider nicht anhören. So, mal schauen, ob wir hier irgendwo auf dem Weg wieder ein Hotdog-Stand oder Burger-Stand oder Essens-Stand oder irgendwas-Stand entdecken. Über Einstellung bringen wir inzwischen besonders mit dem schnellen Auto keine Sorgen mehr. Und. Alter! Die Person ist aber gerade gegen den Mond geflogen, ey. Heide Witzke, ey. So. Genau, das Thema, wie gesagt, was jedes Mal, auch wenn du. Schalte jetzt die Person aus. Ja, kriegen wir hin. Mit der Sniper. Da muss ich mich kurz konzentrieren. Gleich wird weiter geredet. Mit den Wellen ist es natürlich ein bisschen herausfordernd. So. The kids are in bed and the dishes are done. This is a regular account. I'll inform the accountant of your success. Okay. So, das war relativ easy. Aber ja, wie ich jetzt die ganze Zeit schon erzählen wollte, ich schaue ja wie gesagt gerne mal in den News, um dann irgendwie zu gucken, ja, gäbe es denn irgendetwas, was in letzter Zeit interessant war, was man erzählen könnte. Es gibt zwar hier Phil Bell, aber wir haben ja die Mafia-Storyline schon jetzt letztens gemacht, deswegen gehen wir zurück zu Jerry. Wir machen mal Jerry, Bernie, Mafia. Nee, doch,
Jerry Bernie Mafia Assassin. Ja, machen wir es so. Und da ist noch schon. Nein, das ist für Verkäufe, das ist eine Scheiße. Ich dachte, jetzt kommt schon wieder Anruf. Aber ja, nur Kriegsthemen, nur die Ukraine, die ganze Zeit einfach nur die News mit. Wird jetzt Deutschland Leopardenpanzer liefern oder Tigerpanzer oder Paulpanzer? Irgendwen werden sie, sollten sie schicken. I'm already working for a mafia family. They're scum. They're not a family. Gravelli is the only man who can get what you need done. He's in Shotland Medical Center. Tell him you were sent by a police. Eine andere Mafia-Familie. Aber schön, dass hier, wie Nico wohl über die Pecorinos zu denken scheint, aber ich meine, wir sind in einem sehr jämmerlichen Zustand, von daher wundert mich diese Aussage jetzt nicht wirklich. Diamonds are a girl's best friend. Die Mission! Leute, die Mission. Also ich glaube, es ist die Mission. Ich glaube, die wird ziemlich gut. Aber schauen wir mal. Hey. Yeah. What's wrong? There's good news and there's bad news. Good news is, everything's coming together. Bad news, ain't gonna make a blind bit of difference to me. Want me to spell it out? No, I guess not. Thanks. Packy will give you a call and explain. The ex-boyfriend of your girl is going to agree to the divorce terms. Unfortunately, it turns out he wasn't our only problem. Some other crap is turning up. I don't think I'll be getting out anytime soon. Been a great laugh. Look after yourself. Ich meine, er ist halt ein Verbrecher, also er hat's verdient, No smoking, lol. Aber, ja, trotzdem, aus Freundschaftsperspektive schade. Nico, me and Gracie is waiting for you, just off of Frankfurt Avenue in Northwood. Looks like our joyful time with her is coming to an end. That's a fucking tragedy. Or a goodbye party. That's the plan. Hopefully someone might bring a big present for us to this shindig as well. Maybe a big bag of diamonds will help us get over the pain of losing her. We're waiting for you, man. Du musst zu Packys Auto in Northwood. Ich frage sie, wer denn fern ist Northwood. Ach ja, komm, wir können mal ein bisschen... Wir sind halt viele Male schon mit dem Taxi gefahren. Wir sind noch nicht so oft mit dem Auto wirklich durch Alderney durchgefahren. Durch die anderen Großinseln schon. Hier bis jetzt noch nicht, deswegen können wir es hier mal machen. So. Wir sind hier noch nicht so häufig hier... Noch nicht so hier oft durchgefahren, Ton machen. Genau. Aber wieder zum Thema, wirklich nur die ganze Zeit, die Panzer liefern. Scholz sagt, er liefert Panzer, wenn gut die USA auch Panzer liefert. Nein, du. Ja, also es geht nur um Panzer-Panzer-Lieferung. Und die ganze Zeit auch die Frage so, ja, was machen wir denn jetzt? Und so, toll, okay. Ich frage, wo das Problem ist. Denn ich bin wohl noch nicht gut genug informiert über diese ganze Situation. Wer mich da auch gerne in den Kommentaren aufklären kann, auch ganz gut zum Kontext, warum es so schwierig ist, den Shit zu liefern. Oder, ja klar, vielleicht sieht das Russland als eine Eskalation an. Wir liefern schon Waffen und alles. Ich meine, die ganze Scheiße mit Helme liefern ist ja schon längst vorbei. Von daher, ja, klar, Panzer ist nochmal ein nächster Eskalationsschritt, aber was soll Russland machen? Die NATO angreifen? Also, wenn die dritten Weltkrieg lostreten wollen, ich bin mir ziemlich sicher, für Russland würde das nicht so gut ausgehen.
Natürlich will ich, auch, will ich das auch nicht. Aber ein bisschen, man kann halt nicht den Schwanz einziehen, so, weißt du? So traurig wie das klingt, das ist ein bisschen wie damals im Zweiten Weltkrieg. Da hat man auch versucht, Hitler und die Nazis die ganze Zeit zu appeasen und Krieg zu vermeiden. Am Ende hat es nicht geklappt, dann musste man sich halt wehren und alles geben. Viele Menschen sind gestorben, aber ich glaube, uns allen ist unsere Zeitlinie lieber als die, wo Hitler gewonnen hätte oder wo Hitler einfach alles gemacht hätte, was er will und die Nazis alles erobert hätten um sich herum und die Briten und die Franzosen einfach gesagt hätten, na, weißt du was, mach einfach, wir haben keinen Bock, Menschen zu verlieren. So. Das ist halt, ich weiß, es klingt hart, es klingt scheiße und so, ich will auch unbedingt zu 100% keinen Krieg. Zu 1000% sogar, aber das ist halt die Frage so, was gibt es quasi einen Weg, das zu vermeiden? Und wäre es dann logisch zu sagen, wir opfern die Ukraine, so wie damals die Tschechoslowakei und Österreich geopfert wurden, nur damit Putin für den Moment zufriedengestellt ist und dann später einfach dann Belarus fordert, die ist eh schon Puppet State von ihm ist, oder dann die Estland, Lettland, Litauen fordert und so weiter, so viel fordert, bis es dann eh irgendwann zu spät ist. Macht es dann nicht Sinn, lieber früher etwas zu tun, anstatt später? Es ist dann einfach zu naiv pazifistisch zu sagen, dass es eine Möglichkeit gäbe, Krieg zu vermeiden. Das sind sehr traurige Gedanken, aber so Gedanken, die wir wohl haben müssen in dieser Situation, wo es nach einem Jahr im Ukraine-Krieg immer noch nicht zu irgendeiner definitiven Lösung gekommen ist. Und wir uns dann fragen müssen, ja, was ist der nächste Schritt? Was wird jetzt kommen? Ja. Na gut. Also nicht gut, aber ja. Wir schauen mal. Hey, man. All right, Nico. The exchange is over on Charge Island at the water treatment plant. Fährt zu Charge Island, Kläranlage. Na gut, dass die Polizei nicht in unser Auto reinschauen kann. Alter, der Verkehr. Man, my man. How are you and Gracie getting on? Like a house on fire, ain't that right, Gracie? See, she was just telling me how much she loved you. What do you think of Nico, Gracie? I'm fucking with the both of you! Gracie, watch your mouth. Nico's a good friend of mine, don't say that about him. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Gracie, you're sweet. I know, I'm too good for him, but sometimes a guy has got to hang out with lowlifes like Nico here. He's got his uses. I'm gonna use a fucking user! That's right, he is definitely a bad influence on me. Motherfucker! Einige muss ich sagen, sie ist zwar hart nervig, aber sie wird ja gerade entführt. Sie hat allen recht, wütend zu sein. Von daher respektiere ich, wie sie es schafft, einfach dauerhaft in diesem Zustand zu bleiben, ohne mal irgendwann gebrochen zu sein oder zu sagen, ich gebe jetzt auf. Ich, egal, was ich sage, so weißt du, sie bleibt zumindest immer noch standhaft in dieser doch verzweifelnden Situation. Ne? War ich nicht, ich bin ein guter Fahrer. Aber ja, nicht, dass sie etwas bringt, aber ne? Ja. Was zum Fizzle ist das denn jetzt hier? Ja, mit einer Geiselnahme sollten wir definitiv die Maut sein. Wo man sich aber auch fragen soll, wie zum Teufel das nicht gesehen wird. Ne, das. Ne, ihr wisst doch, was ich meine. Von daher. Aber interessant, hier sind wir wirklich noch nie entlang gefahren, soweit ich mich erinnern kann. Oder mal schauen, wo wir am Ende landen. Let's fucking get there! What the? What the? Wie, wo zum Teufel fahren die gerade hin? Das frage ich mich gerade wirklich. Haben wir gerade wirklich einmal um die ganze Insel? Hätte ich einfach durch die Querfeld einen abkürzen können? Wahrscheinlich, oder? What the fuck? Wait a minute, was hat er gerade gesagt? Help? Fahrzeuge gab Ort an der Rückseite. Okay, da geht. Na, wir hätten Käfer dann fahren können. Oh man, egal. Ja, Gay Tony und der andere Protagonist hier. Des DLCs, dessen Namen ich immer noch nicht kenne. Und das sind die Diamanten. Gracie, you all right? The bastard didn't hurt you, did they? She can't speak. We got a gag in her mouth.
Give her back, you animals! She suffered enough! Hand over the stuff. Hand over Gracie! I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff! All right, calm down, both of you. Oye, we put the ice in the middle, we walk back. Then, you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. Entiende? Sure. Show us the goods. Ja, die Diamanten, um die es jetzt schon die ganze Zeit ging, die auch Ray verfolgt hat. Interessant, dass ausgerechnet diese Diamanten jetzt die Kompensation für Peggy und die Boys sind. Interessant, dass ihr Vater sie nicht abholt, sondern Gay Tony. Come back to me, honey. Let her go. Haben sie aber gezeigt, dass das in der Packung da drin war? Also was da drin war? Wer ist das jetzt? Nika Bellic. Oh nein. That whenever something is stolen from me, you're not far away. I have never stolen anything from you, Mr. Bulgarin. This man, the big Pedic, and his Dominican beach, they stole my diamonds. And you have been trying to rob the thieves, to rob me. Kanchai! Oh Mann, Alter. Ausrechnen in Bulgarin. Natürlich holt es jetzt jemand die Diamanten. What you did to that man, but we ain't leaving here without them diamonds. Richtig, die müssen wir unbedingt zurückholen. Erledige Bulgarins Männer. Aua. Holen wir die Diegel. Ja, die Diegel ist fucking effektiv. Sind hier über Leute. Ach du Scheiße. Aua. Na, erst wenn die Leute erledigt sind, bleibt doch nicht querfeld ein, Mann. Meine Güte. Ja, mit Controller ist jetzt nicht so einfach. Ja, und Headshot, sehr schön. Okay, der Typ ist gar nicht gecovert. Los, zeig dein Köpfchen. Oh, das gibt's doch nicht. Los, put, zeig den Köpfchen. Ja, das war doch ein Headshot. Wollte gerade sagen, ey. Irgendwo ist hier oben über uns. Ja, ist ja gut. Oh, wo ist die letzte Bitch? Los, zeig dich. Wo bist du? Ohne Spaß, wo ist er? Ah, warte mal, gib mir. Ah. Das gibt's doch nicht. Da! Sehr schön. Meine Güte. Ja, wohin, Peggy? Oh, Peggy ist stecken geblieben. Warte mal. Die müssen wir auch noch beenden, hier. Ja, natürlich sind Guys up there. Wer hätte das gedacht? Ah, komm, zeig dich. Den haben wir auch erledigt, sicher gehen. Zack. Oh Gott, wisst ihr was, da wir jetzt die halbe Stunde erreicht haben, würde ich es an dieser Stelle pausieren und im nächsten Part weitermachen. So ein kleiner Cliffhanger. Werden wir die Diamanten zurückholen? Werden wir endlich Mr. Bulgarin erwischen? Oder stehen wir wieder mit leeren Händen da? Das sehen wir dann im nächsten Part. Haut rein und ciao.